Und schon sieht das Spiel nicht mehr schön aus. Kann jetzt nicht wieder Sonne scheinen. Bisschen Farben wieder hier reinbringen. Hauptsache der Hund läuft hier rum. Denkt sich so, ach, die Menschen, die liegen ja nur auf dem Boden. Alter, hier liegt ja echt an jeder Ecke was. Das ist der richtige Ort. Bei den Göttern. Was ist dir passiert? Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Deimos muss ihre Drohung wahrgemacht haben. Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Oh. Ich hab gar keine Brut. Autsch. Ach, das Verteidigen funktioniert mal wieder super gar nicht. Doch, Junge. Ich grüße dich. Lebam.
Alexios! Geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Pericles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal! Sag mir, wo Aspasia ist! Alexios! Ach, tut mir leid. Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Pericles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit ihm. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. What the fuck? Echt jetzt? Das kann doch nicht sein, dass sie... Komm jetzt hoch da. Da bist du ja, Alexios. Beeilung. Pericles könnte da drin sein. Was ist in dich gefahren? Phoebe ist tot. Sie ist tot, weil du sie geschickt hast, um deine Arbeit zu tun. Nein, ich... Das stimmt nicht. Phoebe wollte es so. Sie sagte, sie käme schon klar. Und du glaubst einem Kind. Du kennst Phoebe. Sie hätte ein Nein als Antwort nicht akzeptiert. Es lag nicht in meiner Hand. Nicht in deiner Hand? Du schicktest sie fort. Du hättest sie beschützen können. Worum ich sie bat, war nötig, um Pericles zu schützen. Sie lebte dafür, anderen zu helfen, Alexios. Sie lebte, um dir zu helfen. Das spielt keine Rolle. Sie musste sich selbst für andere opfern. Wieder und wieder. Und wer sich selbst opfert, verdient mehr Ruhm als jeder andere. Sie ist eine Heldin auf ihre Art. Ich hoffe, sie wusste das. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Pericles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Pericles... Oh oh. Ich werde alles zerstören, was du je geschaffen hast. Oh, fuck. Athen gehört mir. Pericles! Komm mir nicht in die Quere. Uno momento. Oh yeah. Kein Schritt weiter. Das war's für dich. Hey. Schieß doch! Du kannst nicht gewinnen! Alles ist verloren! Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen ein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Crazy.
Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir. Zur Sicherheit. Hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Ich bring dich um! Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Da hätten wir das auch geklärt. Die Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Alexios. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Die Stadt wurde übernommen. Das ist nicht mehr das Athen, das ihr kanntet. Und deshalb muss ich bleiben. Für einen Neuanfang. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Alexios. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Ich tat, was ich konnte, um die Menschen zu beschützen. Niemand sagt etwas anderes, Alexios. Der Kult des Kosmos hatte einfach einen Plan, den wir zu spät erkannten. Und sie schlugen im richtigen Moment zu. Und wegen Phöbe? Nein, mit Verlaub. Dafür bin nur ich verantwortlich. Ich hätte sie in meiner Nähe behalten sollen. Das war mein Fehler. Nein, ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht deine Schuld. Tut mir leid. Nur ein weiterer Mord im Namen des Kults. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Dammer Attacke. Er ist kaum zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und? Ha, vielleicht gehe ich da mal gleich auf. Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war.
Mal sehen, was es hier so gibt, ne? Vielleicht ist hier das One Piece. Wer weiß, wer weiß. Also rein kann man ja schon mal nicht in den Vulkan. Schade. Oder vielleicht doch. Hoppala. Ha. Bei den Göttern ist es heiß hier. Hephaistos scheint hungrig zu sein. Ich frage mich, ob das am Krieg liegt. What the fuck bist du? Bloß nicht sehen lassen. Oh mein Gott. Ich brenne! Danke für den Loot. Oh. Schnell wegrollen. Und hier chillt ihr immer, ja? Hatsch. Hat dich. Doch nicht. Jetzt hab ich dich. Ha. Ich hab doch was klimmern hören. Das ist okay. Ausgang. Dann will man ja eigentlich in die andere Richtung, oder?
Oha. Hier kann ich wohl nicht weiter. Das ist aber doof. Ha. So, wo muss ich denn jetzt hinsegeln? Triff dich auf Naxos. Naxos, Naxos. Ach hier. Schade, schade, dass ich da nicht rein kann. Da ist bestimmt was Cooles drin. Dann mal wieder aufs Schiff und lustige. Gleich geschafft. Nein, 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 nein. Nein, nein, aus. Ihr lauert überall Gefahr. Dein Herz, sag ich genau.
Nein. Ruder Tempo.